Und zu der verworrenen Interessenlage in Syrien der Anti-IS- oder Anti-Assad-Allianz Dr. Rainer Rothfuss, ehemaliger Professor der Uni Tübingen. Also ich denke, es macht Sinn, zum grundsätzlichen Verständnis den Konflikt mal runterzubrechen auf seine zwei Hauptparteien. Und da können wir nachlesen in einem Papier der Defense Intelligence Agency, War. Und das besagt schon alles und da werden auch die Parteien benannt und da heißt es auf der Seite Assads stehen dahinter Iran, Russland und China und auf der Seite der Opposition und die Opposition wird definiert als von Anfang an von Salafisten, Muslimbruderschaft und Al-Qaida im Irak gesteuert und gefördert. Hinter dieser Allianz gegen Assad steht die USA und mit ihr die NATO-Staaten, Türkei, Saudi-Arabien und die Golfstaaten. Also wir haben diese zwei Lager, die sich letztendlich hier bekämpfen. Es ist also kein Bürgerkrieg in erster Linie, sondern es ist ein Stellvertreterkrieg, der auf dem Rücken eben regionaler, lokaler Kräfte ausgetragen wird. Die Leidtragenden sind natürlich die Bevölkerung. 270.000 Tote hat dieser Konflikt schon gefordert in Syrien. Und ich erinnere da immer, auch als Wissenschaftler, gerne daran, dass 270.000 Tote nicht einfach nur eine Zahl sind. Die Seite gegen Assad, dass man Assad entweder bekämpfen könnte, dass es quasi genauso läuft wie in anderen Staaten davor, wo die Regime gestürzt wurden. Als dann aber Russland eingegriffen hat, am 30. September 2015, ist der Druck auf einmal enorm groß geworden, jetzt den Konflikt doch nicht ausbluten zu lassen, sondern eben zu beenden. Und jetzt auf einmal wollen alle westlichen Partner auch ihr Engagement gegen den Islamischen Staat verstärken. Und es ist natürlich extrem verlogen, dass es jetzt erst passiert, wenn Russland eben tatsächlich zur Tat schreitet und es sich nicht mehr verbergen lässt, dass auch tatsächlich große Erfolge erzielt werden, effektiv gegen den Islamischen Staat. Nun hört und man gegen andere islamistische Rebellen, die von uns gerne als die Moderaten, die Legitimen bezeichnet werden, die vom Westen unterstützt wurden. 500 Millionen Dollar Programm der Vereinigten Staaten, was erst vor wenigen Wochen eingestellt wurde, wegen totalem Scheitern, hat Obama zugegeben im Interview. Wir haben die von Al-Nusra, das ist Al-Qaida in Syrien, während IS Al-Qaida im Irak eigentlich ist, die von diesen gesteuert werden. Also das heißt, wir haben Islamisten aufgerüstet und ausgebildet, in Stellung gebracht gegen Assad und scheinbar gegen IS, aber häufig sind die Waffen, die geliefert wurden an diese Gruppen, sind direkt weitergereicht worden an den Islamischen Staat. Interessantes, ein transatlantisches Argument in dieser Hinsicht ist, dass es ja auch immer sehr schwierig ist, moderate Rebellen zu finden und tatsächlich auch auszustatten. Gut, aber wenn ich kaum moderate Rebellen finden kann, dann könnte ich doch mal drüber nachdenken, ob ich nicht die Entscheidung über die Regierung Syriens in die Hände des syrischen Volkes lege. Und da müsste man doch mal die Stimmen erfassen, die da wirklich die Bevölkerung repräsentieren. Stattdessen wird eine syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte immer zitiert. Das ist ein Kleiderhändler aus England, der sich zu dieser Institution ernannt hat, in allen unseren Medien immer genannt wird. Wenn wir aber mal andere Stimmen anschauen, ich habe mit verschiedenen Kirchenführern gesprochen aus Syrien, die haben gesagt, Assad ist letztendlich unser Garant für Stabilität. 2009 war Syrien noch, was die Verfolgung von religiösen Minderheiten, insbesondere Christen, angeht, ein sehr stabiles Land auf dem Open Doors Verfolgungsindex auf Platz 46, ganz weit hinten, einer der sichersten Staaten für christliche Minderheiten im Nahen Osten. Und heute ist es fast führend in der Verfolgung eben religiöser Minderheiten. Christen werden gekreuzigt, werden abgeschlachtet. Und nicht nur vom IS, sondern eben auch von diesen moderaten Rebellen, die eigentlich auch eben islamistische Kräfte sind und terroristische Kräfte sind. Warum, bitteschön, fragt man nicht mal die Bevölkerung, wer glaubt ihr, garantiert euch Stabilität? Und sicherlich Assad zumindest in einer Übergangslösung sofort genannt worden. Und Russland hat schon am Anfang des Konflikts dazu aufgefordert, lasst uns mit Assad zusammen verhandeln und eine Lösung suchen. Der Westen hat sich gesperrt. Und jetzt sagt selbst Steinmeier, ihn wundert, dass nach 270.000 Toten in diesem Konflikt jetzt auf einmal alle Politiker auch im Westen sagen, lasst uns mit Assad reden, das hätten wir früher tun können. Man hätte es tun können, ohne sein Gesicht zu verlieren in der westlichen Politik. Ist es nicht da so? Da sind wir jetzt im Bereich
der Feindbildgenese, genau das Forschungsthema, dem ich mich stark gewidmet habe an der Universität Tübingen. Und das ist eben der Beginn, das ist die Phase, wo ich gewalttätiges Vorgehen gegen einen Gegner legitimiere. Ich dämonisiere und ich lasse alles, was positiv ist, weg. Was negativ ist, überzeichne ich oder erfinde ich auch. Zum Beispiel wurde nie zweifelsfrei geklärt, was eigentlich bei diesen Giftgasangriffen geschehen ist, die Assad in die Schuhe geschoben wurden. Ich weiß von Kollegen, Professor Meyer aus Mainz, der in Syrien viel forscht, und er hat gesagt, dass die Giftgasangriffe auf Dörfer und auch auf Stadtviertel in Damaskus stattgefunden haben, in denen nur Unterstützer des Assad-Regimes leben, Schiiten leben in Damaskus. Und es wäre doch irre, dass Assad genau in der Woche, wo die UNO-Inspekteure Anführer des Landes ja erwarten könnte, dass er so etwas tut. Natürlich. Ich meine, es wurde schon alles aufgebaut. Es ist ja auch im Vorfeld tatsächlich geschehen in der Region. Saddam Hussein hat Giftgas eingesetzt gegen die Kurden. Nur müsste man vielleicht auch noch die Frage stellen, wer hatte das Giftgas damals geliefert? Und es ist offensichtlich, dass es geliefert wurde von den westlichen Verbündeten, die damals im Irak-Iran-Krieg den Irak so aufgerüstet haben, dass der Krieg 6 Jahre verlängert wurde, weil Iran drohte, den Irak zu besiegen. Dadurch gab es viele weitere tausende Tote und eben auch dann die Giftgasangriffe mit diesen westlichen Giftgasressourcen. Und diese Fragen werden eben nie gestellt. Und so kommen wir nie zu einer friedlichen Lösung. Und der normale mediale Betrachter hier im Westen sagt sich, naja, ist halt Chaos dort, alle schlagen sich die Köpfe ein und die sind halt so unfriedlich und da kann man auch nichts machen. Ich meine, es gibt natürlich Probleme in der Region. Der Kampf zwischen sunnitischer und schiitischer Vorherrschaft hat schon sehr viele Tote gefordert, hat schon zu sehr vielen Attentaten geführt und zu vielen Grausamkeiten geführt. Aber die Frage ist doch die, trete ich tatsächlich als Friedensmacht auf, stabilisiere ich? Oder nutze ich auch noch diese Konfliktkonstellation, um meine eigenen Interessen durchzubringen, wie zum Beispiel die Pipeline, die 2009 geplant wurde von Katar über Syrien nach Europa, wo sich Syrien quergestellt hat. Natürlich auch sicherlich, weil auch russische Interessen betroffen waren, weil bislang kommt unser Erdgas in Europa hauptsächlich aus Russland, aus Sibirien, ist teurer als das aus den Golfstaaten wäre. Russland wäre ausgeschaltet worden. Aber Syrien hat eben gesagt, gemeinsam mit Irak durch unser Territorium Gas aus den Golfstaaten durchleiten, die uns eh nur als Feinde betrachten, weil wir die Schiiten sind bzw. die Schiiten repräsentieren. Und solche Interessen werden einfach nie angeschaut. Und ich sage hier einfach, wenn wir zu einer Friedensordnung kommen wollen, wo wirklich Menschenleben wertgeschätzt wird, egal ob es auf unserer eigenen Seite ist oder eben etwas weiter weg, in den Konfliktregionen der Welt, dann müssen wir einen Paradigmenwechsel müssen wir einleiten, hin zur Wahrhaftigkeit, hin auch zur Übernahme von Verantwortung für begangenes Unrecht aus der Vergangenheit. Wir Deutschen haben das getan für den Zweiten Weltkrieg und wir sollten es nie wieder akzeptieren, dass wir so ein Unrecht wissentlich und unwissentlich, egal wie, unterstützen. Wir müssen uns engagiert darum kümmern, solche Konflikte zu verstehen. Wir müssen unsere Regierung dazu Verantwortung ziehen und wir müssen darauf drängen, dass wir in Deutschland zur neutralen Friedensmacht werden in der Welt. Engagieren oder Stichwort Engagement, das deutsche Engagement in Syrien. Ne? Es wird immer gern das Wort Engagement verwendet, wenn Soldaten geschickt werden. Nicht direkt im Kampfeinsatz, es ist Aufklärung. Die Entscheidung, könnte man auch sagen, wurde überhastet getroffen. Meines Erachtens nicht überhastet, das war eigentlich schon länger klar, dass sowas stattfinden würde. Deswegen ging es dann auch auf einmal plötzlich so schnell. Nun, das ist jetzt Spekulation, wie dem auch sei. Hat Deutschland in so einem Konflikt eigentlich verloren, wenn in Deutschland auch oft gesagt wird, ja, dieses Problem kann man nicht nur militärisch lösen. Wieso ist man dann so schnell militärisch einzugreifen, wenn es noch so viele andere Punkte und so viele andere Facetten in dem Konflikt gibt, die man eigentlich angreifen sollte, bevor man überhaupt an einen militärischen Einsatz denken sollte? Diese Frage lässt sich aus innerdeutscher Perspektive allein nicht beantworten. Es liegt nicht im deutschen Interesse, es liegt nicht einmal im europäischen Interesse, dass wir uns militärisch im Syrien-Konflikt engagieren. Da müssen andere
Bündnisverpflichtungen irgendeiner Art in Erwägung gezogen werden. Stichwort Paris, 13. November. Ja, aber es ist in der Tat sehr verdächtig, dass mit so einer Hast vorgegangen wurde. Ich bin mir sicher, wenn es in Deutschland Volksentscheide gäbe, so wie es es in der Schweiz gibt, hätten sich 70-80% der Bevölkerung auch nach den Paris-Anschlägen gegen ein militärisches Engagement der Bundeswehr ausgesprochen, wenn sie in Kenntnis gewesen wäre, die Bevölkerung, über die alternativen Methoden, wie man den Islamischen Staat ziemlich schnell und effektiv stoppen könnte. Zum Beispiel den Ölhandel sofort stoppen, von dem man Nationen hat vor einem Jahr bereits vor dem Europäischen Parlament bekannt gemacht, dass es 5 verschiedene Hotspots gibt des illegalen Ölhandels des Islamischen Staats und dass dabei teilweise bis zu 5000 LKWs eingesetzt werden, die das Öl eben schön unter Planen versteckt, dass man denkt, das sind normale Wirtschaftsgüter, über die Grenze bringen, vor allem in die Türkei bringen. Auch der Premierminister des Iraks hat das jetzt erneut bestätigt. Und die EU-Botschafterin hat gesagt, wir können IS nur stoppen, wenn die europäischen Staaten, die teilweise auch dieses Öl beziehen, was zu einem Viertel des Weltmarktpreises übrigens gehandelt wird, sprich, das ist eine Ausbeutung auch des syrischen Volkes und Territoriums, wenn dieser Ölhandel, dieser illegale, nicht unterbunden wird. Und weiter geht es natürlich mit den Waffenzuströmen. Steinmeier hat jetzt gesagt, stand im Spiegel, das Wegschauen hat ein Ende gegenüber Saudi-Arabien und seiner Terrorunterstützung. Ich frage mich, warum gab es überhaupt jemals ein Ende? Ich dachte, wir sind immer die Macht, die ganz gewissenhaft auf Menschenrechte achtet bei unseren internationalen Kontakten. Warum haben wir das nicht früher bei Saudi-Arabien getan? Saudi-Arabien hat Waffen geliefert, hat Kämpfer geliefert an den Islamischen Staat. Und warum haben wir überhaupt Libyen zum Beispiel destabilisiert, zerbombt? Kurz vor den letzten Regionalwahlen in Frankreich, als Sarkozy sein Image retten wollte. Jetzt wieder der Versuch Hollandes, wohl auch durch die Anschläge das harte Vorgehen dann gegen den IS sein Image zu retten. Natürlich die Bevölkerung leicht Sand in die Augen streuen und sagen, ja, wir wussten das nicht besser, wir haben das vielleicht falsch eingeschätzt, wir haben da Fehler gemacht. Und dann sagt der normale Medienzuschauer, ja klar, ist ja auch alles so komplex und verworren, wie soll man das auch richtig machen? Aber die Informationen sind ja da. Wo bleibt denn dann das diplomatische Engagement? Ich meine, man redet immer von militärischem Engagement seitens Deutschland. Wo bleibt denn das diplomatische Engagement? Ja, ich denke, dass wir wirklich eine Kehrtwende brauchen. Diplomatisches Engagement auf bisherigem Boden ist für mich aussichtslos, denn wir haben zu viele Fehler schon getan und wir haben sie nicht hinterfragt. Und wir sind nicht selbstkritisch genug gewesen, wir sind nicht wahrhaftig genug gewesen im Eingestehen eigener Fehler und auch im Eingestehen von Erfolgen anderer Player im Konflikt, wie zum Beispiel Russland jetzt. Und deswegen sehe ich zunächst mal den Bedarf einer tatsächlichen Wahrhaftigkeitswende in der deutschen Außenpolitik. Und wir brauchen nicht drauf schielen, was die anderen was die USA machen, was Saudi-Arabien oder die Türkei macht. Wir sind als deutsches Volk souverän, hoffe ich doch, und wir sollten selbst unserer Rolle gerecht werden, die uns am besten zugeschneidert ist durch unsere eigene Geschichte, dass wir jetzt auftreten als Friedensmacht und dass wir auf bisherige Gegner in diesem Konflikt zugehen, uns an einen Tisch setzen und dazu gehört Russland, dazu gehört... Stichwort Wiener Konferenz. Wiener Konferenz ist sicherlich ein Anfang. Aber solange Syrien nicht durch die Regierung vertreten ist, ist es noch nicht der Durchbruch, der nötig ist. Und ich denke, dass wir wirklich nur mit Wahrhaftigkeit weiterkommen. Und der Druck wird steigen. Wir merken das jetzt durch die Flüchtlingskrise. Und auch bei der Flüchtlingskrise ist es wieder genauso verlogen, wenn die Politik sagt, das kam überraschend auf uns zu. Ich war im Februar im Nordirak und habe Gespräche geführt mit Flüchtlingen, mit Gefangenen des Islamischen Staats. Ich habe Gespräche geführt mit Syrienflüchtlingen in Istanbul, in Südosttürkei. Und alle haben gesagt, wir wollen nach Europa, wir haben hier keine Zukunft mehr. Das war bekannt. Wir haben das ja beobachten können, wie sich die Lage entwickelt in der Region, wie viele Millionen in die kleinen Nachbarstaaten, auch Libanon, Jordanien, eingeströmt sind. Und wir haben uns nicht beteiligt an der Lösung dieser Probleme, die wir ja selbst durch unsere eigenen Interventionen auch mit angestachelt haben.
Und hier ist ganz klar zunächst mal eine Wahrhaftigkeitswende gefragt, ein Zugehen auf bisherige Feinde und dann ein kompromissloses Stabilisieren der Lage und nicht nur ein Entscheiden von außen darüber, ob uns ein Regime zunächst mal gefällt oder nicht. Vielen Dank, Dr. Rothfuss. Ich danke Ihnen.